Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Warframe-Bildvideo, diesmal zu unserer neuesten, allerneuesten Waffe überhaupt, der Godvar Prime. Godvar Prime hat man als Drop über Twitch bekommen, wenn man bei der TennoCon zugeschaut hat, während der, ich sag mal, des Nicht-Main-Programms, während des Main-Programms hat man eine Gara bekommen und während der Stunden davor von 18.30 Uhr bis 22 Uhr hat man die Godvar Prime bekommen. Godvar Prime ist in der Hinsicht etwas Besonderes, weil es halt eine Prime-Waffe ist, die kein Äquivalent hat, also keine normale Version. Und das ist genauso wie bei den bei der Euphona Prime. Die hat auch kein Äquivalent. Und auch interessant ist hier, dass es eine Orokin-Waffe ist. Orokin-Waffen werden Prime, Korpus-Waffen werden Tenet oder Vandal und Vrive-Waffen werden Kuva oder Grineer-Waffen werden Vrive oder Kuva-Waffen. Prisma ist dann immer so ein Mix aus den Sachen, aber ja, Prime werden immer die Orokin-Sachen, beziehungsweise die Tenno-Waffen. Und hier haben wir was Besonderes, hier steht nämlich in der Lore, in den letzten Tagen des Alten Krieges, lange bevor die Klonfäule einsetzte, trugen Elite-Kommandeure der Grineer Godvar Prime-Gewehre. Entwickelt, um die überlebenden Orokin während der Warframe-Rebellion zu schützen. Sehr interessant. Und ist eine Schnellfeuerwaffe. Wir können mal auf die Stats eingehen. Auf die normalen. Wir haben eine Feuerrate von 13,33. Das ist relativ schnell. Eine 0,5 Durchdringung. Wir haben ein Magazin von 84. Eine maximale Munition von 840. Das ist viel. Nachladegeschwindigkeit von 2. Crit-Chance von 23%, das ist okay. Crit-Multiplikator von 2,5 ist auch okay. Status-Chance von 27% ist auch okay, aber nur Durchschlag. Wir machen keinen Schnitt, wir machen keinen Einschlag, wir machen kein Element. Nur Durchschlag ist ein bisschen wenig, so overall. Aber hey, dafür haben wir ganz gute Crit- und Statuswerte. Und ich würde mal sagen, die Waffe ist okay bis gut okay. Steelpath habe ich sie in Axi, in Axi-Relikt-Mission gespielt im Void. Ja, ich sag mal, 30 Minuten kriegt die Waffe durchaus hin, danach wird es schwieriger. Aber ja, was habe ich drin verbaut? Wir gucken uns den Bild an, ich habe ein Former benutzt. Man kann natürlich auch zwei Former nutzen, ich sag dann, was ich austauschen würde. Und gehen wir erstmal auf die normalen Builds, normalen Mods ein. Wir haben galvanisierte Begabung, 80% Statuschance und bei einem Kill kriegen wir 40% Schaden für jeden wirkenden Statuseffekt auf dem Gegner für 20 Sekunden. Nicht zwangsläufig der beste Mod in diesem Fall, weil wir halt nur zwei unterschiedliche Statuseffekte machen, nämlich den Durchschlagsschaden und den Virusschaden. Kann man natürlich dann kombinieren mit einem Warframe oder einer Sekundärwaffe oder einer Nahkampfwaffe, die dann Statuseffekte draufpackt, dann wird die Waffe nochmal stärker. Würde ich hier aber mit reinnehmen. Theoretisch kann man auch, wenn man nur diese Waffe spielen sollte und keine anderen Statuseffekte auf die Gegner draufkriegt, könnte man überlegen, galvanisiertes Zielfernrohr reinzunehmen, wenn man zielen möchte. Wenn man die galvanisierten Mod nicht hat, dann Argonfernrohr. Ansonsten Feuerrate-Mod ist auch immer ganz nett, hat dann aber deutlich weniger Damage, muss man dazu sagen. Dann haben wir Einkerbung, standardmäßiger Schadensmod, dann haben wir galvanisierte Hammer. Für Mehrfachschuss und bei Kill kriegen wir nochmal mehr Mehrfachschuss, ist bis zu 5-mal stapelbar. Dann haben wir Jägermunition, um Schnittschaden zu verursachen. Da haben wir den dritten Effekt. Bedeutet, jeder dritte kritische Treffer wird zu einem Schnittschaden umgewandelt. Ungefähr. Dann haben wir Scharfsinn für Crit-Schaden, bösartige Kraft für Giftschaden und Statuschance in Kombination mit Raueiskugeln für Virusschaden. Und dann haben wir kritische Verzögerung. Für Crit-Chance gibt uns etwas weniger Feuerrate, aber das ist vollkommen okay bei der Waffe. Ja, galvanisierte Begabung würde ich hier als optionalen Mod mit reinnehmen. Ich würde dann empfehlen, müsst ihr mal ausprobieren. Ich persönlich bin kein Fan davon, aber man kann da wohl auch den, ich glaube, den Mod habe ich hier gar nicht in Primed. Ich weiß gar nicht, ob es den in Primed gibt. Grineer Verderben, da, doch. Primed Verderben der Grineer kann man mit reinnehmen, wenn man gegen Grineer kämpft. Wenn man nicht gegen Grineer kämpft, dann galvanisierte Begabung. Aber ja, das wäre so der Mod, den ich hier austauschen würde. Als Exilus-Mod, habe ich nicht freigeschaltet, ist meiner Meinung nach nicht lohnenswert auf der Waffe. Würde ich aber empfehlen, vigilante Vorräte verbessert unsere Crit-Chance und ein Munitionswandler. Also ist ganz nett. Die anderen Sachen sind eher, ja, unwichtig.
Dann Arcana Adapter. Ein Arcana, Primär Arcana würde ich Deadhead empfehlen. Ist so der beste Overall, den wir haben. Und wir machen relativ viele Headshots mit der Waffe. Ansonsten, wenn ihr noch einen Former mehr einsetzen wollt, würde ich statt Raueiskugeln hier Primed Kryokugeln reinnehmen. Weil das einfach ein ordentlicher Damage Boost ist und die Statuschance brauchen wir nicht zwangsläufig. Also, falls ihr noch einen Former mehr reinhauen wollt, dann macht hier nochmal eine V-Polarität rein. Ist das V? Nein, das ist D, ne? D-Polarität. Und ja, also eine Basarin-Polarität. Dann könnt ihr da Prime Kryokugeln einfügen oder halt galvanisierte Begabung. Je nachdem. Ja, ansonsten gucken wir uns das Ganze an gegen 185er Heavy Gunner. Nicht im Steelpath. KI pausieren. 5 Stück nehmen wir mal mit rein. Orokin. Heavy Gunner. Wir haben keine Arcanas, die uns buffen hier. Wir haben Anmut drin und wir haben Heap drin. Deswegen nichts für die Primärwaffe. Und ich habe am Anfang gedacht, die Waffe ist eine, jetzt haben wir gerade einen Cat-Buff bekommen. Die sollte vielleicht abrüsten. Die Katze. Sonst haben wir gleich noch einen Crit-Chance-Bonus. Den wollen wir nicht. Wir haben schnelles Nachladen bekommen. Und Erfahrungsbonus. Okay, die Nachladegeschwindigkeit ist jetzt ein bisschen gebufft, aber sollte kein Problem sein. Ja, ich habe am Anfang gedacht, das ist eine Salven-Waffe, weil wenn wir einfach nur tippen, schießen wir einen Salven. Wir können aber natürlich auch halten. Also, je nachdem, wie ihr spielen wollt. Und wir schießen natürlich auf den Kopf. Hitschaden ist nice. Wir machen Red Crits. Und ich denke, die Waffe ist ganz okay. Wir buffen uns natürlich jetzt vom Damage hoch mit galvanisierter Begabung und galvanisierte Kammer. Das war jetzt auf dem Körper geschossen. Ist nicht ganz so nice, aber ihr seht auch, der Schnittschaden, er tickt ordentlich. Also die Waffe ist gut. Ist jetzt nicht super krass, gerade im Steelpuff. Wir machen das gleich nochmal mit Steelpuff-Gegnern. Aber ja, wir haben viel Magazin, wir haben viel Munition. Ja, gegen Steelpuff Eximus-Gegner musste ich mich auf meine Nahkampfwaffe verlassen. Da war sie nicht so krass. Aber ja, wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal mit Steelpuff an. Stehlende Fahrtmodifikatoren nehmen wir mit rein. Ihr seht auch, es ist kaum ein Unterschied. Werden wir den Kopf treffen. Aber ja, theoretisch. Wie viel Magazin hauen wir rein? 40? 30? Müssen wir mal drauf achten. Wir haben jetzt 84. Bei Kopfschüssen. Ja, haben 12 Magazin gereicht. Wenn wir nur auf den Körper schießen. Ja, dauert mehr. Ja, 20 Magazin ungefähr. Wenn wir dann auf den Schnittschaden warten. Wenn wir direkt platt machen wollen, dann sind wir bei, ja, ungefähr auch 20. Und auf dem Körper, zumindest bei Kopfschüssen, auf dem Körper. Ja, auf dem Körper sind wir schon bei eher 60. Im Steelpath. Aber ja. Ist eine ganz nette Waffe. Wenn ihr die Waffe nicht bekommen haben solltet über die Tenocorn, ihr habt nicht zugesehen, hattet keine Zeit, wie auch immer. Die Waffe wird als Witch Drop, so habe ich es verstanden, noch zukünftig verfügbar sein. Wann die Drops da sein werden, ist derzeit nicht bekannt. Bedeutet, behaltet das ein bisschen im Auge, wann die Drops aktiv werden, wann es wieder Twitch Drops zu Warframe gibt, dann könnte dann die Gotwa mit dabei sein. Ja,
Ich verabschiede mich an der Stelle. Wir sehen uns, hören uns das nächste Mal. Da gibt es dann ein Bild zur Dual Rasa. Ja, eine nicht sonderlich bekannte Waffe, nicht besonders im Metagame vertretene Waffe. Aber gucken wir mal, was wir draus machen können. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.